Das ist so schön, dass du wieder hier bist. Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast, der USA-Auswanderer-Podcast. Mein Name ist Monique Menese, ich bin Host und Gründer dieses Podcastes und selbst in die USA ausgewandert. Ja, heute ist wieder der letzte Freitag im Monat. Was heißt, ihr wisst es mittlerweile schon, es geht heute um eine Destination. Ein Auswanderer nimmt uns mit in seine Region, Insel oder einfach Nachbarschaft. Heute zu Gast habe ich die Stefanie und die Stefanie lädt uns ein in ihre Heimatstadt Austin, Texas. Ich verspreche euch, es wird sehr kulinarisch und auch wirklich interessant. Deswegen bleibt einfach dran und hört bis zum Schluss. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast Destination Special. Heute eine Podcast-Kollegin von mir. Und ja, liebe Stefanie, wo geht unsere Reise denn hin heute? Hallo Monique, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Unsere Reise heute geht nach Austin, Hauptstadt von Texas. Ich freue mich total, Steffi, weil ich war da noch nie. In allen Destination Specials, die ich bis jetzt aufgenommen habe, da war ich schon mal. Da konnte ich zumindest ein bisschen mitreden. Aber in Austin war ich wirklich noch nie in meinem Leben. Auch wenn ich schon zweimal längs durch Texas, quer durch Texas gefahren bin. Mhm. Ja. Ja, also für mich ist es nach wie vor irgendwie komisch zu sagen, ich lebe in Austin, Texas. Denn ich war vorher in Kalifornien. Und davor in England. Und ich hatte, also wenn mir irgendjemand gesagt hätte, als ich 20 war, dass ich irgendwann mal in Texas leben würde, dann hätte ich dem den Vogel gezeigt. Also für mich war, das stand nie zur Debatte. Das stand, sogar die USA waren gar nicht unbedingt auf meinem Plan so. Also ich war eher so, studiere Englisch, ich gehe nach England. Und daher ist für mich Austin, ja, es ist der Überraschungsort, meine Heimat jetzt, hätte ich niemals erwartet. Also ich verstehe das. Wie lange lebt ihr jetzt in Austin? Knapp über 5 Jahre. Und ihr seid gestartet in San Francisco in den USA, oder? Ganz genau. Wir sind vor 11 Jahren an die Westküste gezogen, aus London, weil mein Mann ein Jobangebot hatte. Und damals war natürlich so der Gedanke, Kalifornien, ja klar, machen wir das. Wer hat schon mal die Gelegenheit und sind also nach Kalifornien? Und ich dachte so 2-3 Jahre Kalifornien und dann gehen wir wieder zurück. Mhm. Und jetzt sitze ich in Texas. Ja, wie geht's dir da? Wie ist es da? Was siehst du, wenn du so vor deiner Haustür guckst? Also wenn ich so Texas denke, ist alles flach. Ja, und das ist genau das Lustigste. Also wenn ich dir jetzt sage, was ich aus meinem Fenster raus sehe, ich sehe ganz viele grüne Bäume. Wir leben irgendwie ein bisschen oberhalb, so, wir sind in der Stadt, aber die Stadt ist unglaublich hügelig und unglaublich grün. Und ich sehe das alles von hier aus. Ich sehe sogar den Fluss ein kleines bisschen. Obwohl der Fluss, das ist der Colorado River, der heißt nicht Fluss hier in Austin, das ist Lake Austin. Und nichts flach und nichts irgendwie Wüste und nicht irgendwie, ja, es ist komplett anders, als man sich es so vorstellt. Wie kam das, dass ihr euch Austin dann ausgesucht habt, als ihr dann von San Francisco aus entschieden habt, umzuziehen? Das ist eine gute Frage. Es kam so ein Punkt, wir waren eben südlich von San Francisco im Silicon Valley und ich hatte irgendwie so nach 5 Jahren so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich hier bleiben möchte. Es ist schon eine sehr eigene Atmosphäre und irgendwie es ist eine totale Bubble. Und ich hatte so das Gefühl, das ist nicht so, wie ich leben möchte. Dreht sich alles ums Geschäfte machen und Geld hier und hier. Und irgendwie, ich hatte so das Gefühl, meine Töchter waren vor 5 Jahren, so gerade beginnende Teenies, hatte so das Gefühl, ich glaube, eigentlich würde ich am liebsten zurück nach Europa, wusste aber nicht so ganz recht, wohin. Und irgendwo fand ich schon, also USA, es war schon spannend und mein Mann vor allem fand es wahnsinnig spannend, in den USA zu arbeiten. Und irgendwie konnten wir uns nicht vorstellen, wie es wird, nach Europa zurückzugehen. Und dann hat er sich ein bisschen innerhalb der USA beworben und so ein paar Ideen gesammelt und eine davon war Austin. Mhm.
Und er hat da einen Job bekommen, ganz genau. Und er hat am Anfang, hat ihn angefangen, wo wir noch gar nicht so komplett überzeugt waren. Und ich bin dann ein paar Mal hergeflogen von San Francisco und habe so ein paar Wochenenden hier verbracht. Und dann irgendwie gedacht, naja, versuchen wir es mal. Wie war das denn dann so am Anfang? Also, also ich sage mal so, wir hatten natürlich als Europäer, als wir in Kalifornien gelandet sind und vor allem im Silicon Valley, mit Südkalifornien kenne ich mich nicht so aus. Silicon Valley ist, glaube ich, für Europäer eine ziemliche sanfte Landung irgendwo, was so die Internationalität betrifft. Und man hat das Gefühl, also erstmal das Wetter ist fantastisch, es ist genial, du hast die Berge, du hast das Meer, du hast das alles. Und dazu findest du deine internationale Community ganz schnell, weil die Leute sind es gewöhnt, dass Familien aus aller Welt dazuziehen. In den Schulen sind lauter Kinder, mit die verschiedene Sprachen sprechen. Irgendwie man hatte das Gefühl, das ist prima, das passt. Austin vor 5 Jahren war eine ganz andere Erfahrung. Also es war schon ein ziemlicher Kulturschock. Wir waren so die, ein bisschen die bunten Hunde. Es ändert sich jetzt auch so langsam. Vielleicht kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber es ist schon wesentlich amerikanischer. Und ja, es ist Texas halt doch irgendwie. Und ich hatte mich da nicht so drauf eingestellt, wie schwierig es werden würde, mich da so einzugliedern. Als Deutsche, verheiratet mit einem Briten, es war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ich hatte, das glaube ich. Ich hatte das erste Jahr wirkliche Schwierigkeiten und habe wirklich so gedacht, ich glaube, das war ein Fehler und wir müssten vielleicht, weiß nicht, ob es klappt. Und dann, und das hätte ich auch vielleicht am Anfang erwähnen sollen, nach einem Jahr sind wir für ein Jahr nach England zurückgegangen. Wegen Heim. Weil ich das Gefühl hatte, ich packe das hier nicht. Was waren denn so die wirklichen Setbacks? Also was war so für dich so schlimm? Was hat dir so überhaupt nicht gefallen da? Ist ja noch mal immer anders, als wenn man jetzt so eine Stadt anschaut, als Tourist oder komplett ein paar Wochen da ist und dann wirklich auch dahin geht und weiß, hier bleibe ich jetzt, hier lebe ich jetzt, hier ziehe ich meine Kinder. So, was war für dich so diese große Schwierigkeit, weshalb du dann ja vielleicht so ein bisschen geflüchtet bist oder so? Total. Also ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es, also ist Austin für mich war nicht so eine Stadt und ist sie, glaube ich, auch nicht, wo man einfach ankommt und sagt, wow, ist das super, hier ist alles bestens, vor allem nicht als ein Nicht-Amerikaner. Also ich musste wirklich da dran arbeiten, dass mir diese Stadt, und jetzt ist sie mir ans Herz gewachsen, aber es hat gedauert. Und es war wirklich, ich glaube, ich hatte so eine tolle Freundesgruppe in Kalifornien, das ist so schön gewachsen, wir waren da 6 Jahre, die Kinder waren in der Grundschule. Man knüpft da doch sehr schnell Kontakte und auch einfache Kontakte. Und hier kamen wir an und das war dann Middle School. Und alle waren so in ihrem Fahrwasser. Die haben irgendwie, jeder hat so das gemacht. Es war nicht so Platz für mich irgendwie. Ich hatte so das Gefühl und hatte auch damals, ich war, glaube ich, erschöpft von dem Umzug. Und dann alles, man kennt es ja auch als Begleitende, also wir sind ja nicht wegen meinem Job hergezogen, sondern dem meines Mannes, der total viel Zeit hat, damit verbracht hat, eben sich da neu zu orientieren. Und ich habe den ganzen anderen Kram gemacht, wie das halt so ist. Schule, Sport, Aktivitäten, Arzt, Zahnarzt, wie auch immer. Und ich habe mich so da reingehängt, wollte auch sofort hier unser Haus sofort perfekt haben und habe mich einfach völlig verausgabt und hatte dann so irgendwann das Gefühl, Mist, was mache ich denn? Ich bin hier komplett alleine. Das ist nicht so einfach mit den Kontakten, die in der Schule, die ganzen Posten, die ganzen freiwilligen Sachen, die sind alle vergeben. Kein Mensch sagt, ja, komm doch, mach doch mit. Schön, dass du da bist, ne? Wir haben auf dich gewartet. Ganz genau. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das war ein bisschen anders in Kalifornien. Da fand ich es wesentlich einfacher, mich einzubringen. Ja, und es war so. Und die haben so ganz anders irgendwie getickt. Nee, ist eine andere Mentalität. Nee, ich verstehe das total. Ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. Wir sind ja auch in Charlotte gestartet. Und das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, könnte ich mir gut vorstellen. Und sind ja dann auch zur West Coast nach Portland und jetzt ja eben in Kalifornien auch. Und das sind wie andere Welten, wie andere Planeten, wie andere Universen. Ja. Absolut. Die Mentalität ist eine andere, die Umstände sind anders, die Entfernungen sind anders, die Traditionen sind anders.
Also da, ja. das ist wirklich wie genau. Schweden und, keine Ahnung, Süditalien oder so, so ungefähr. Ja, also es war wirklich so, dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, mich hat dann eine Mutter, die hat irgendwie, die sprach mich an und sagte, hey, liest du gerne? Und dann, ich habe einen Buchclub. Und das war so, oh ja, ich komme sofort, mir ganz egal, wer da ist, mache ich mit. Und das waren aber so wenige solche Momente. Und dann hat sich auch irgendwie immer so schnell rausgestellt, also wir sind keine religiöse Familie. Das heißt, wir gehen nicht am Sonntag in die Kirche. Und man hatte so das Gefühl, die hatten alle so ihren Trott. So. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, die sind alle religiös, aber das ist ein riesen Bestandteil des ganzen Lebens. Viel Social Life findet in dieser Kirche statt. Ne? Das muss man einfach sagen. So. Und dann habe ich vielleicht auch am Anfang so ein bisschen ahnungslos auch das so kundgetan. Auch so gesagt, nee, also mit Kirche haben wir jetzt nicht so viel am Hut. In meiner doch noch irgendwie deutsch direkten Art. Und ich glaube, das hat einfach so ein paar Leute wussten, die konnten mich nicht einordnen. Überhaupt nicht. Und dann habe ich einen britischen Akzent, wenn ich Englisch spreche. Und das war also zum Teil auch die Freunde von meinen Kids, die dann zu uns nach Hause kamen. Und auf einmal sprachen dann auch die Kids mit dem englischen, mit dem britischen Akzent. Und das waren auch zum Teil, die wurden dann auch ausgelacht. Also richtig bescheuert. Wo du das Gefühl hattest, Mensch, Leute, habt ihr noch nie irgendwie einen anderen Akzent gehört? Verdammt nochmal. Wahrscheinlich nicht. In der Tat ist das wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht so offen, was sich ja jetzt auch, glaube ich, sehr stark verändert. Wobei diese Stadt eigentlich auch den Ruf hat und eigentlich mir auch immer so vorkam, es ist eine wahnsinnig offene, tolerante Stadt, die wirklich, da kannst du machen und sagen und tun, was du möchtest und niemand schaut dich schräg an. Es ist einfach das ist einfach hier so. Und deswegen war es für mich so verblüffend, dass ich so eine andere Erfahrung gemacht hatte. Und mittlerweile ist es auch anders. Ich weiß auch, wie ich anders auf die Leute zugehen kann oder muss. Und wie du schon sagst, hat ja niemand auf mich gewartet. Das ist schon alles, muss man schon an sich selber einfach sehen. Wenn du nicht irgendwo was anleierst oder dich einbringst, vergiss es. Aber man muss halt schon, man braucht halt so eine Mischung, um sich wirklich wohlzufühlen. Und es dauert einfach. Und ein Jahr ist meiner Meinung nach nie so richtig lang genug, um wirklich, wirklich wo anzukommen. Mhm. Das dauert ein bisschen länger. Ja, und den Punkt hatten wir irgendwie, ja, das war dann so nach 8 Monaten, dann wurde dann der Umzug nach England geplant. Und und das hat dann aber, da gab es dann den Reverse Culture Shock, das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann ein Jahr später waren wir wieder hier. Mhm. Und dann ging es richtig los. Und dann habe ich mich. Was war dann anders? Wie hast du die Stadt erlebt und wie hast du dann auch vor allen Dingen die Stadt lieben gelernt? Also sagen wir mal so, wenn man gerne gut isst, Musikliebhaber ist und generell das etwas legere Ambiente liebt, das heißt also jetzt nicht dauernd irgendwo sehr ernsthaft und also man hier hat niemanden einen Anzug an in der Arbeit, so ungefähr. Wenn man das liebt, dann kann man hier ganz zufrieden sein. Und ich denke, der Hauptpunkt, das hat mir auch in England so, ist mir dann so aufgefallen, wie mir das fehlt. Diese lockere, offene Art und das, die Vielfalt des Essens und dass man einfach so leicht und einfach irgendwo hingehen kann und irgendwo mit Leuten ins Gespräch kommt. Das Wetter ist natürlich auch, sagen wir mal, von September, Oktober bis Mai, Juni ist das Wetter absolut fantastisch. Kann man gar nicht besser sagen. Und das ist also die Leute sind viel draußen. Und ja, und auf einmal habe ich so gedacht, naja, das ist eigentlich toll. Das ist eigentlich wirklich toll und das gefällt mir eigentlich wirklich gut. Ja, ist interessant. Und dann, wenn man sich selber ändert, dass sich dann auch das Drumherum so ändert. Und diese Erfahrung, einfach das zu sagen, dass man wirklich, dass diese Kraft irgendwie in sich selbst finden muss, auch wenn man sie gar nicht hat, aber dieses sich überwinden und einfach auf Leute zugehen und irgendwo mitmachen und nicht sich sofort abschrecken lassen, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Wenn man das irgendwie kapiert hat, dann geht's. Und diese Einstellung einfach, dieses, nee, ich warte jetzt nicht drauf, dass mir irgendwelche Leute eine Einladung schicken oder auch Freunde zum Teil mich vielleicht nicht so oft anrufen, wie ich es gerne hätte.
dann mache ich es halt selber. Mache ich alles selber. Und das, das war also so eine große Lektion und seitdem geht's. Ja, vielleicht eher eine Lernaufgabe, die für dich bereitgestanden hat, als eine Lektion, ne? Sondern du bist ja damit eigentlich gewachsen und hast dich ja eigentlich entwickelt und konntest dann die Schönheit in der Stadt sehen, die du vorher gar nicht gesehen hast, weil du so sehr mit dir selber auch beschäftigt warst und dich nicht drauf eingelassen hast, ne? Absolut, ganz genau. Das ist ganz genau das, so wie es auch passiert ist. Und dazu muss ich sagen, dass dieses ganze letzte Jahr so entsetzliches war und man eben das fehlende Reisen hat uns, denke ich, oder vor allem mir auch dabei geholfen, die Stadt hier wirklich kennen und lieben zu lernen. Mir blieb ja nichts anderes übrig. Ja, klar. Also auf einmal muss man einfach das zu schätzen wissen, was einem vor der Nase liegt, ganz genau. Aha. Und das haben wir auch wirklich getan. Und auf einmal fallen einem auch ganz andere Dinge auf. Und man sieht es mit anderen Augen auch, ne? Und das, absolut. Dann nimm uns doch mal mit. Also dann nimm uns doch mal mit auf deinen, sagen wir mal, ich komme dich jetzt besuchen. Wir haben so einen ganzen Tag zusammen, den wir verbringen dürfen. Und wo nimmst du mich mit hin? Was zeigst du mir, damit ich so gut wie möglich Austin kennenlernen kann? Und vor allen Dingen, was von Austin, welche Seite? Jetzt hast du ja mehrere gesehen, ne? Also welche Seite möchtest du? Und Austin ist nicht so groß. Das heißt, man kann also auch an einem Tag oder an einem Wochenende wirklich von der Stadt wahnsinnig viel sehen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man wirklich einen ganz gesunden Appetit mitbringt. Und dann würde ich sagen, wir fangen auf jeden Fall an mit Breakfast Tacos. Das ist auch eine Tradition hier. Wir sind ja auch nahe an der mexikanischen Grenze und ich habe noch nie selbst in Kalifornien so gutes mexikanisches Essen gegessen wie hier. Also außer in Mexiko natürlich, das ist was ganz anderes. Aber mexikanisch und auch Tex-Mex, was ja immer so einen schlechten Ruf hat, man kann so wahnsinnig gut essen. Aber günstig, wir fangen also ganz und günstig. Mhm. Ja, und das ist das Tolle auch an Austin. Du hast so viele Optionen und wirklich Wahnsinnsqualität. Und wir werden wahrscheinlich noch viel mehr über Essen reden. Gerne. Und es ist so zugänglich. Es ist jetzt nicht so, dass man wirklich, wie in London oder in New York, wo du wirklich, du kriegst es hier auch. Du kannst auch hier sehr teuer essen gehen. Aber du kriegst auch wahnsinnig gutes Essen von einem Foodtruck. Und einer meiner Lieblings-Taco-Trucks, vergleicht man auch Austin so oft mit Portland, oder? Das habe ich nicht so oft gehört. Ja. Portland steht ja auch so als Food City mit Food Absolut. Und so. Und dann macht das natürlich auch Sinn, dass das wirklich dann auch so eine ganz, Food City in dem Sinne ist. Ne? Ganz genau. Und da sind wahnsinnig viele Ähnlichkeiten, außer das Wetter natürlich. es ist ja auch, Austin hat ja auch diesen Slogan, ist Keep Austin Weird. Und das gibt es ja auch für Portland. Wobei ich glaube, Austin war das Original. Aber ich glaube, da streiten sich die. Echt? Nee, das kann nicht sein. Ich glaube, Portland ist sehr weird. ich die Leute da sehe, wenn die da. Ja, das ist, also da sind. Auf Fahrrad fahren und. Wie gesagt, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, du kannst hier wirklich, es ist Leben und Leben lassen und du kannst hier wirklich so aussehen, wie du willst. Es stört niemanden irgendwas. Es ist wirklich eine irre offene Atmosphäre, muss man sagen. Spannend. Aber zurück zu den Tacos. Also, die kannst du auch einen ganzen Tag essen hier. Aber ich finde, also diese Breakfast-Tacos, die sind schon mal ein Wahnsinnsstart in den Tag. Und einer meiner Lieblings-Food-Trucks ist Veracruz, heißen die. Das ist, da sind mehrere Locations in der Stadt. Und einer ist an einem wunderbaren Coffee-Shop, Radio Coffee, wo man wunderbar einfach den Tag angehen kann und sitzen. Und du gehst rein, holst dir deinen Kaffee und setzt dich dann, wartest auf deine Tacos. Die werden am Foodtruck gemacht. Und dann kann man da ein bisschen Leute gucken. Es sind ein paar Tattoo-Studios daneben. Austin ist auch so eine Wahnsinns-Tattoo-Stadt. Also man kann so richtig einfach alles Mögliche bewundern. Hunde sind fast überall erlaubt in Austin. Ist eine der hundefreundlichsten Städte überhaupt. Und da sitzt man ein bisschen und lässt so den Tag angehen. Und dann, dann kann man sich auf den Weg machen. Entweder man mietet sich vielleicht ein E-Bike. Ist eine wunderbare Methode, die Stadt kennenzulernen.
Laufen ist was anderes, denn die Entfernungen sind schon ganz schön groß. Und sagen wir mal, es ist vielleicht Juni. Juli und August, dann bist du sowieso nicht draußen. Juli und August ist man sowieso eigentlich nur drin. Es ist einfach zu heiß. Aber wenn wir jetzt irgendwie schaffen, unseren Weg ein bisschen nördlich zu machen, und dann kommen wir zum Fluss. Und am Fluss können wir uns ein Kanu ausleihen oder ein Paddleboard und können so ein Stündchen oder so auf dem Fluss rumdümpeln. Oder ich sollte nicht sagen Fluss, wie ich sage immer Fluss, es ist schrecklich. Es ist Lake Austin. Also das ist wirklich so die Ader, oder? Auch die Austin so als Skyline so ein bisschen bekannt und berühmt macht, kann man so sagen. Ja. Ne? Ich glaube, es gibt ja auch so Nature Pools auch irgendwie in der Gegend. Ne? Oh ja, da gibt es ganz, ganz tolle, und das weiß man auch zum Teil gar nicht. Also die sind auch gar nicht so wahnsinnig bekannt. Den berühmten natürlich in Austin, das ist Barton Springs. Das ist ein natürlicher Pool, der ist das ganze Jahr über bei, ich glaube, 21 Grad. Mhm. Das heißt, da kann man ganzjährig schwimmen gehen, und das machen die Leute auch. Und es ist absolut herrlich. Also da ist man wirklich, du bist im Pool und guckst auf die Skyline der Stadt, du bist mittendrin. Und im Sommer ist das fantastisch, diese Abkühlung ist herrlich. Und ja, ich habe selber, die machen immer so ein Neujahrsschwimmen bei Barton Springs. Habe ich selber noch nicht gemacht, aber meine Tochter war vor 2 Jahren dabei. Und das ist auch so eine Tradition. Und das ist wirklich herrlich. Also da überhaupt es gibt unglaublich viele grüne Stellen und auch so komplett, wo du das Gefühl hast, du bist irgendwo in der Pampa und du bist eigentlich bist mitten in der Stadt. Schön. Klettern, wandern. Ja, die Austinites sind auch wahnsinnige draußen Menschen. Also trotz der Hitze im Sommer, das ist einfach, das gehört dazu. Das ist der Lifestyle. Und dazu kommt natürlich, also dieses Draußensein, und das hat mir so gefallen, so an meinem ersten Wochenende hier, es gibt wahnsinnig viele Biergärten und Brauereien mit so aus, wo man einfach draußen sitzen kann und wirklich einfach ewig lang mit Freunden, und dann gibt es ganz viel Live-Musik überall, und das ist so eine ganz tolle Atmosphäre, und mir als ehemaliger Münchnerin ist natürlich so ein Biergarten, das ist natürlich fantastisch. Also das war so ein, ja. Und wahrscheinlich ist es das auch, was du so am Anfang gar nicht gesehen hast, oder? Und wo dir das jetzt, wenn du das so entdeckst, so ein bisschen dieses Heimatgefühl gibst. Total. Ja. Und dazu, dieses Heimatgefühl, das ist noch auch was ganz Interessantes. Also für mich sind die Texaner von der ganzen Mentalität her, klar, Austinites ist nochmal was anderes, Texaner außerhalb von Austin wieder was anderes, aber so grundsätzlich haben die Texaner wahnsinnig viel Ähnlichkeit mit den Bayern. Es ist so also für mich ist immer so, dass Bayern ist so das Texas von Deutschland. Ja, das sind so, ja, wenn du die fragst, die sagen erstmal, sie sind Bayern, und dann sagen sie, sie sind Deutsche, wenn sie das sagen. Und ja, bei den Texanern ist es genau das Gleiche. Die sind also auch erstmal Texaner, ja. Sehr autonom und würden eigentlich wirklich wahrscheinlich lieber unabhängig sein. Ja, und diese Biergärten und das Bier und das ganze Brauereiwesen, sind einfach so grundsätzliche Ähnlichkeiten, die sind einfach da. Ja, schafft und ja auch Gemütlichkeit, Lebenskultur, Fröhlichkeit, rausgehen, genießen. Ja. Ne? Das ist natürlich auch ganz was genau Tolles, ja. Und das ist einfach, das ist mir wirklich von Anfang an aufgefallen, und das war auch eigentlich so der Grund ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, ja, das wird schon gehen, das klappen wir, da sind Biergärten, das kriegen wir hin. Ja. Ja, also das ist so ein, wie gesagt, man kann wahnsinnig viel sehen. Also wir sind auf dem Fluss, genau. Wir sind noch auf dem Fluss, genau. Und genau. So ein bisschen durch die Stadt sozusagen, auf genau. Dem Austin Lake. Genau, und dann legen wir vielleicht wieder an, denn man muss ja nicht verbrennen, also man kriegt ordentlich Sonnenbrand sofort. Aber wir können noch ein Stückchen weiter um den Lake Austin rumlaufen. Da ist nämlich ein wunderbarer Wanderweg, direkt, das sind 10 Meilen komplett, glaube ich. Wow. Der Ladybird Lake Walk, das ist von der ehemaligen Präsidentengattin Ladybird Johnson. Die hat den anlegen lassen. Damals in den 60er Jahren, als ihr Mann nach der Ermordung von JFK Präsident wurde. Und
das ist so ein bisschen Geschichte, dass die hier so dazukommt. Es gibt auch außerhalb von Austin, so eine Stunde außerhalb ungefähr, das ist die alte Ranch von LBJ, von Lyndon B. Johnson, wo man auch hinfahren kann. Da kann man sich, das kann man sich anschauen. Da steht die alte Air Force One, mitten in der texanischen Pampa, im Grunde genommen. Ja, ich meine, wenn die Wasser haben, das Land, ne? Absolut. Das ist, also diese Weitläufigkeit ist Wahnsinn. Und das ist ein ganz schöner Ausflug. Mhm. Und diese, ja, Lady Bird, die hat einiges zur Verschönerung der Stadt beigetragen. Zum Beispiel, das habe ich extra recherchiert, damit ich es auch richtig sagen kann, die hat den, in 1965 gab es den Highway Beautification Act. Und zwar, also die Verschönerung der Straßen. Und der wurde Lady Bird's Bill genannt. Also das ist von der Präsidentengattin also ausgegangen. Richtig, weil das ist das, was mich oft so in Amerika so stört, dass ich immer das Gefühl habe, die Städte sind alle ohne Sinn und Verstand. Weißt du, so im Vergleich zu Europa. Ein Grid, gell? Genau, ja, entweder ein Grid, aber auch oft machen das, ist das gar nicht logisch, ja, dass irgendwie da eine Fußgängerzone, aber Geschäfte sind und daneben ist gleich irgendwie eine Fabrikhalle oder sowas, weißt du? Das ist oft so überhaupt nicht sinnvoll für als Europäer, weil da ist man ja gewohnt, man hat eine Stadt und man hat ein Industriegebiet und man hat vielleicht ein Gebiet, wo Shopping ist oder so. Da, man weiß, wo sind Ärzte, weißt du so, man hat, das ist so anders. Absolut. Halt in den USA. Und das ist auch das Schwierigste, wenn man als Europäer in so amerikanische Städte kommt, weil du überhaupt nicht siehst, was so dahinter ist, weil du einfach, du siehst diese Strip-Malls, diese Stücke so an der Straße, die einfach wirklich hässlich sind und denkst, okay, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann kommt man so ein bisschen, man kriegt so einen gewissen Blick dafür. Es sind ja oft fantastische Restaurants zum Beispiel, die sind in so einem absoluten 0815-Gebäude in irgendeinem Industriegebiet, wo du denkst, hier kann man aber nicht schön sitzen. Und da muss man sich das angewöhnen, das irgendwie anders zu sehen. Und auf einmal klappt das auch. Das stimmt. Und ja, Lady Bird hat... Ja, was war also ihre Intention? Ihre Absicht dahinter? Weißt du das? Ja, die wollte auf jeden Fall eben so Stellen, Orte schaffen, wo die Leute draußen sein konnten. Mhm. Und die Schönheit der Natur bewundern. Und das war ihr wahnsinnig wichtig. Und die hat auch, also in ganz Texas, wenn man im, sagen wir mal, März, April hier durchs Land fährt, sieht man an den Straßenrändern, ich kann schon gar nicht mehr Deutsch sprechen. Das ist übrigens mein erster deutscher Podcast. also mein erster Podcast auf Deutsch. Man sieht Blumen, Wildblumen. Und zwar wirklich Felder, Teppiche von Wildblumen, die an den Straßenrändern wachsen. Und das ist alles auf Lady Bird Johnson zurückzuführen. Die hat es veranlasst, dass Wildblumen gestreut wurden. Und dafür ist auch Texas bekannt. Und die Schönheit dieser Blumen, also es ist wirklich ein Wahnsinnsbild. Und das ist totale Tradition für die Austinites, dass die jeden März, April, wenn die Blue Bonnets, das ist das Staatssymbol, die Blue Bonnets, das sind blaue Lupinen, wunderschön, dass man Fotos macht, Familienfotos in den Blue Bonnets. Also man sieht dann zu dieser Zeit auch oft einfach irgendwo Autos am Straßenrand stehen und dann sitzen die Kinder und Mama und wie auch immer sitzen irgendwo im Blumenfeld und dann werden Fotos gemacht. Schön. Ja, das sind so die Traditionen, ne? Ja, genau. Ja, also geht alles auf diese Dame zurück. Also irre. Und Lady Bird, also Lady Bird Johnson, so ist sie bekannt, sie heißt eigentlich Claudia. Aber das weiß keiner. Aber toll, oder? Dass sie das so geprägt hat, dass man heute auf ihren Faden sozusagen wandelt und das immer noch genießen kann und immer noch. Ja, und es wird auch wirklich profiliert. Ja. Ja, und da gibt auch ein Wildflower Center, das hat sie auch ins Leben gerufen. Das ist, also da kann man alles erfahren über die Vegetation und das ist auch, da kann man auch heiraten, das ist ein Hochzeitsvenue und ja, also das ist wirklich. Die hat da ihre Spuren hinterlassen. Also ganz toll. Stark. Und dieser Weg um den Fluss rum ist fantastisch, weil man auch einfach eine tolle Sicht auf die Skyline hat. Und dann kann man natürlich auch überall irgendwo abbiegen und dann wieder irgendwo in einen Café gehen und so weiter. Aber wir sind ja jetzt, also wir hatten ja unsere Breakfast-Tacos relativ früh und dann waren wir ja paddeln oder Kanu fahren. Das heißt, wir haben auch wieder Hunger.
Ich mir schwan schon, jetzt geht's schon wieder zum Essen. Natürlich. Und vor allem, wenn wir auch nur wirklich so ein Wochenende haben oder nur einen Tag. Und wir sind natürlich in Texas. Und was isst man in Texas? Barbecue. Ja. Und da gibt's natürlich, wie man sich vorstellen kann, unglaublich viele Optionen. Der berühmteste oder einer der berühmtesten Barbecue-Anbieter ist Frank. Flint's. Das ist wirklich also landbekannt und sogar außerhalb, also es steht überall auf den Listen. Franklin's Barbecue. Das ist allerdings, das Problem ist, wenn wir schon jetzt, sagen wir mal, wir nähern uns der Mittagszeit, dann haben wir sowieso schon verloren, denn bei Franklin's muss man sich möglichst morgens um 8 anstellen, wenn man da mittags um 12 essen möchte. Und das ist auch eine Austin-Tradition. Das muss man wohl irgendwie mal gemacht haben. Ich habe mich bis jetzt davor gedrückt. Die lassen es auch nicht zu, dass man jemand anderen schickt, der sich für einen anstellt. Also das muss man so erfahren. Und also es muss sehr gut sein, ne? Es also ist wirklich wirklich ganz toll. Und die ganz Schlauen machen natürlich, die bestellen sich bei Franklin oder lassen irgendwie Catering machen oder so das, wo man sich nicht anstellen muss. Aber ganz ehrlich, und da vertraue ich auf das Urteil meines Mannes, der auch irgendwann gesagt hat, das muss ich mir jetzt nicht dauernd antun. Es gibt fantastische Optionen, Alternativen zu Franklins, wo man nicht so lange warten muss. Und einer unserer Lieblings Barbecue-Anbieter ist Micklethwaite. Das ist ein total altertümlicher Name irgendwie. Es hört sich eher englisch an. Mhm. Und da ist in East Austin, und da geht man einfach hin, das ist gar kein Gebäude, das ist so ein kleiner Stand, wo die verkaufen. Und dann daneben steht dieser ungefähr 6, 7, 8 Meter lange Trailer mit dem Smoker drin. Also so eine riesen Fleischräuchergeschichte. Und da kann man praktisch, kann man sich auf Bierbänke setzen und sich dann so einen ganzen Teller, so Barbecue mit den üblichen Ribs. Ribs, Brisket, die Würste, smoked. Wie auch immer. Alles, und das ist ja zum Teil eben, also alles mindestens über Nacht, wenn nicht noch viel länger. Mhm. Also da gibt es ja das ist ja eine Kunst hier, da die Leute kennen sich auch wahnsinnig gut aus, wenn es um Barbecue geht. Also das ist unfassbar. Und das ist aber, das ist so herrlich, es ist so leger. Da kannst du einfach hingehen und setzt dich da. Wir waren neulich da mit einem Freund aus Kalifornien und kamen an und dann stand da so eine ganze Wanne mit eisgekühltem Bier. Mhm. Und dann war nur ein Schild, das stand gratis. Enjoy. Nehm dir ein Bier. Und das hat einfach so eine ganz schöne Atmosphäre. Und dann kann man natürlich auch ganz vornehm Barbecue essen. Da ist ein Restaurant, das heißt La Barbecue. Das ist eher gehobener Stil. Muss auch fantastisch sein. Haben wir bis jetzt auch noch nicht geschafft. Und natürlich außerhalb von Austin. Da gibt es mehrere Orte, wo die Leute hinpilgern. Aber Barbecue ist eben eher eine Mittagssache. Es ist also jetzt nicht unbedingt so eine Abendessen-Geschichte. Und wenn man mal so einen ganzen Teller Barbecue sich reingezogen hat, dann weiß man auch warum. Also ich glaube, wenn man das abends essen würde. Und wahrscheinlich, wie ich dich jetzt kenne, gibt es abends auch wieder was Schönes. Also natürlich. Daher muss ich das schon mittags essen, damit ich auch noch genießen kann, was du für abends bereithältst. Ganz genau. Also eigentlich müsste man wirklich im Idealfall, macht man ausführlich Breakfast-Tacos und macht dann nur ein ganz kleines Mittagessen und geht dann abends aus. Oder man trinkt nur einen Kaffee in der Früh und isst dann ausgiebig Barbecue zum Mittagessen. Also es ist, dass man alles auf einen Tag in einen Tag kriegt, das ist schon, glaube ich, eine Leistung. Ja, das glaube ich. Aber und dann muss man natürlich nach dem Barbecue muss man natürlich dann einfach ein bisschen sich bewegen vielleicht. Dann kann man ein bisschen wieder laufen oder vielleicht mieten wir uns oder wir fahren mit unserem E-Bike weiter. Man kann da auch ganz gut da unten, da wo die so East Austin, da ist es recht flach, da muss man nicht so viel Hügel fahren. Kann man ganz gut machen. Und an den vielen Wandmalereien, Murals vorbeifahren, für die Austin auch berühmt ist. Da gibt es so die typischen, wo die Leute ihre Touri-Fotos machen. Da ist eins, das ist eine grüne Wand mit da steht auf roter Schrift I love you so much. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Ja, ich habe das Austin auch schon oft gesehen. Also ja, das Austin, das gibt's, da sind mehrere davon. Dann gibt es auch eins, das Texas, das ist so ähnlich wie das Austin Mural. Und es entstehen auch ständig neue und die sind wirklich fantastisch. Momentan ist unten
direkt am Lake Austin ist ein riesen Wonder Woman Mural. Das ist ganz toll. Also gerade jetzt so im letzten Jahr sind sehr viele antirassistische, ja, Antirassismus und auch eben Feminismus und Frauenpower. Da ist wahnsinnig viel, da tut sich wahnsinnig viel. Und das ist immer wieder, diese Murals, die sind wirklich Kunst. Also es ist ganz toll. Ja, es ist ja auch in Kalifornien. Also ich glaube, das ist eh schon immer hier so in Southern Kalifornien. Mhm. Aber ich finde so in letzter Zeit auch noch mal viel mehr. Also genau, da hat sich wirklich viel getan. Und mir fällt es aber auch in Europa sogar auf. Echt? In europäischen Städten, dass da sich ein bisschen mehr jetzt nicht Kunst nur so auf den Graffiti entwickelt. Aha, ne? Ganz genau. Also vielleicht ist es einfach so die Offenheit, die kommt jetzt, kommt so generell dazu. Aber hier ist es, also das sind wirklich, dieses I love you so much wird auch immer wieder neu gestrichen, so alle paar Jahre mal, damit es nicht komplett verblasst. Das existiert schon seit Ewigkeiten. Und ja, naja, und dann kann man sich irgendwo einen Biergarten suchen. Also es gibt wahnsinnig viele Brauereien mit außen, wo du wirklich, da kannst du zugucken, wie das Bier gebraut wird, kannst zum Teil auch eine Tour machen. Also Bier und Austin, das gehört so komplett zusammen. Und da sind wirklich wahnsinnig viele Optionen, wo man auch wunderbar einfach sitzen kann, sich zwischendurch eine kleine Stärkung holen. Oft findet man da auch da Live-Musik, also gerade Wochenende und abends. Und dann kann man sich vielleicht dann bereit machen für den Abend. Austin hat selbst im letzten Jahr jetzt mit der Pandemie trotzdem wahnsinnig viele neue Zugänge bekommen in der Gastronomie. Wahrscheinlich auch, weil viel draußen ist, oder? Absolut. Und ich muss wirklich sagen, also ich fühle mich immer schon schuldig. Also die letzten paar Monate immer, wenn man mit Deutschland telefoniert hat und alle nichts hat offen und alle Leute sind wirklich depressiv. Und wir hatten das hier einfach nicht, weil es relativ einfach war. Es ist der Platz da. Du kannst es so, man hatte wirklich das Gefühl, man kann einfach abends in den Biergarten gehen und du musstest jetzt nicht irgendwo dicht gedrängt auf der Bank sitzen, sondern es war alles schön weitläufig und das Wetter ist gut. Also da hatten wir wirklich einen Wahnsinnsvorteil. Ja, es gibt ein paar ganz schicke. Und so, Texas, so, es war jetzt auch nicht wirklich streng in den Regeln. Ne? Das kommt ja auch sagen wir mal so, die Texaner, wir waren am Mittwochabend, waren wir auf dem Rückweg von irgendwo und hatten auch gesagt, du, jetzt kommen wir gehen mal zu dem einen Biergarten, Restaurant. Das ist auch herrlich. Die haben so koreanisch, mexikanisch, texanische Sachen. Wahnsinnig. Es hört sich abenteuerlich an, ist aber eigentlich gar nicht. Und da war es so gerammelt voll, dass wir uns wirklich nur angeschaut haben und gesagt haben, okay, Texas is open. Das war, als ob dieses Virus überhaupt nicht existiert. Also das war schon, da war nicht viel Platz, sagen wir mal so. Mm. Das ist so ein bisschen eben mehr die Mentalität hier. Aber man kann sich schon ganz gut auch da. Das heißt, mein Tag war eine Mischung zwischen Stadt, bisschen Bewegung und viel Essen. Und viel Essen, ja, aber pass mal auf, wir sind ja noch nicht ganz fertig. Denn also ich sage jetzt mal gar nicht was zum Abendessen, denn es gibt einfach viel zu viele Optionen. Da ist es unmöglich, sich da irgendwo festzulegen. Was wir aber auf jeden Fall machen sollten, ist uns so einen ganz traditionellen Club geben. Und zwar so eher so Honky-Tonk-mäßig. Und zwar gibt es so ganz traditionelle Musikclubs, zum Beispiel den Continental Club oder The White Horse, wo so Bands spielen und wo getanzt wird. Und oh, zwar wow, der Two-Step. Und da sind also jung und alt. Echt? Und du denkst, du bist direkt mitten im trendy Hipster, wie auch immer. Und dann gehst du um die Ecke und gehst in so ein Ding und dann tanzen da die 20-Jährigen und die 60-Jährigen zusammen Two-Step. Und tragen Cowboy-Stiefel. Und die Musik ist live und du kommst rein und dann winkt dir schon jemand zu und sagt, hey, komm, tanz. Und so sieht es aus. Das ist ja also, witzig. Also trotzdem es ist so eine, der wilde Westen bei euch. Irgendwie. Es ist absolut, also die Cowboy-Stiefel, die man hier so sieht, es ist unfassbar. Ich konnte das mir gar nicht vorstellen. Ich dachte mir, ja gut, vielleicht so
ältere Texaner dann mit Stiefeln und Hut und so. Aber das ist so bunt gemischt. Also man sieht die. Ja, nee, ich glaube auch, dass das gar nicht unbedingt, dass man denkt, dass das nur Alte sind. Ich glaube, das ist einfach so absolut die Tradition, wie wenn man in München mit dem Dirndl zu Wiesen geht. Ja, sage ich jetzt genau. Ne? Ja. So geht und das gehört dazu. Cowboy-Hut und Stiefel abends zum Tanz, ne? Also genau. Das ist halt so. Das heißt, man kann sich ganz gut so seine das viele Essen auch durch viel Bewegung kann man das dann so ausgleichen. Ja, das muss man ja auch. Also ich meine, ich habe jetzt gefühlt hier 3 dicke Sachen gegessen. Ja, und das ist auch sind ja auch immer amerikanische und dann noch texanische Portionen. Also das ja, muss man schon. Das glaube ich. Aber also wie gesagt, man kann ja auch überall fragen und alles mitnehmen. Und da geht eigentlich auch jeder von aus, dass man das gar nicht so schafft auf einen Sitz. Und ja, unser Hund freut sich immer, wenn wir beim Barbecue waren. Das glaube ich. Sag mal, Stefanie, gibt es denn so ein wirkliches Highlight, wo du so sagst, dafür steht Austin? Oder ist es wirklich so diese Essens- und Lebenskultur vielmehr? Ich würde sagen, es ist diese Essens- und Lebenskultur und natürlich die Musik, das darf man auch nicht vergessen. Das hat natürlich im letzten Jahr dann schon gelitten. Aber wenn du irgendwie hier bist und es ist März oder es ist Oktober, dann sind diese riesen Festivals, Musikfestivals. Mhm. Das Austin City Limits Festival ist jeden Ende September, Anfang Oktober. Und das ist also absolut fantastisch. Und wenn man irgendwie die Chance hat, dahin zu gehen, sollte man tun. Es gibt aber auch wahnsinnig viele kleinere Musikvenues, wo man ganz tolle Riesenbands auch spielen sehen kann. Und das ist auch, es ist so eine ganz entspannte Erfahrung irgendwie. Es ist jetzt natürlich, du hast diese Riesenstadien auch, die und Riesenbands, die in so einem Stadion dann spielen, aber diese kleinen Venues in der Stadt, das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Also wirklich, und da kann man gar nicht sagen, da gibt es eine Attraktion, die man unbedingt sehen muss. Mhm. Das sind dann eher so die, wo man sagt, okay, wir nehmen uns irgendwie was vor, wo wir einen Tagesausflug hinmachen. Mhm. Da gibt es dann schon mehr Optionen. Ja, aber die Stadt selber. Ja auch so, dass Musik. Es ist ja auch so, egal wen ich höre, so über das letzte Jahr hinweg, jeder zieht nach Austin. Also es ist unfassbar, alle wollen nach Austin, ziehen nach Austin. Ständig sind irgendwelche Dinge, die in Austin passieren. Also ich weiß nicht, ob das so Zufall ist oder ob diese Stadt wirklich förmlich explodiert an Hipstern, an viel, was ich so festgestellt habe, so auch Leute, die vorher als Digital Nomads durch die Welt gereist sind, viele so auch Leader, also die nicht so conscious Leader, also die Trends setzen auch, die auch quasi ihresgleichen suchen, ziehen da nach Austin, also ist das so wirklich? Weil dann muss es ist auch der Immobilienmarkt total explodieren. Ja, und das sind natürlich, da kommen wir jetzt auch zu den Schattenseiten dieser Stadt, denn das ist wirklich ein Trend, der natürlich fantastisch ist einerseits, weil so viel passiert und man wirklich das Gefühl hat, man ist so, es brodelt überall und die Kreativität und diese Offenheit ist da, aber auf der anderen Seite ist es natürlich Wahnsinn, was auch den Verkehr platzt aus allen Nähten wahrscheinlich. Platzt aus allen Nähten und auf einmal sind sogar auch die Vororte von Austin so attraktiv. Der Immobilienmarkt, also es ist unglaublich, was da passiert ist, seit wir unser Haus hier gekauft haben. Und Gott sei Dank haben wir es damals gekauft. muss man auch sagen, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was im Silicon Valley passiert ist. Und da machen sich natürlich die Leute unglaubliche Sorgen, dass Austin hier zu einem zweiten Silicon Valley wird. Es hat schon den Namen Silicon Hill. Mhm. Das habe ich schon öfter gelesen, auch in der Presse. Und die Austinites haben wahnsinnige Sorgen, dass die Stadt ihren Charakter verliert. Also weil der sich, das merkt man, ich habe das innerhalb der letzten 5 Jahre schon gemerkt, also zum Teil schon ein bisschen so verdünnt, was so das Ursprüngliche angeht. Ja, das glaube ich. Das ist so eine Sache. Also wir haben ganz am Anfang, als wir herkamen, ganz schnell gelernt, dass wir nicht gesagt haben, wir kommen aus Kalifornien.
Das ging also, das war sofort so ein, oh Gott. Ja, und das ist leider überall. Also ich habe jetzt vorgestern oder so mit jemandem in Utah gesprochen, der hat das Gleiche berichtet. Ich kenne das ja auch selber aus Oregon. Die Kalifornier fliehen alle aus Kalifornien. Wahnsinn. Eigentlich müsste man denken, dass man dann hier bezahlbar leben kann, aber das ist leider auch so. Nee, da muss noch irgendwie was anderes passieren. Aber momentan, ich habe mir die Statistik angeschaut, momentan ziehen etwa 150 Personen nach Austin, jeden Tag. Jeden Tag 150. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon Kalifornier sind, aber mit Sicherheit 2/3. Und ich habe gelesen, dass im 2019 über 500.000 Kalifornier nach Texas gegangen sind. Und davon auch eben die meisten in die Austin-Gegend. Ja. Und die Stadt hatte, als wir hergezogen sind, lag so knapp über 800.000 und wir sind jetzt bei über 1 Million. Und die größere, also Austin Metropolitan Area sind, das wächst jedes Jahr um mehr als 3% im Vergleich zum Vorjahr. Also es ist ziemlich heftig und der Verkehr und die Straßen platzt aus allen Nähten. Also das ist Wahnsinn. Wirklich, man weiß, dass man sich so zwischen, naja, erst so ab, sagen wir mal, ab 10, 11 bis um 2 kann man relativ ganz gut durchkommen. So ab 3, 4 sind die Straßen dicht. Ja, weil die Infrastruktur noch nicht dafür ist. Nein, in Charlotte ist schon auch so erlebt, ja. Und es gibt Busse, also wir haben sogar Busse. Also es ist jetzt nicht so, dass nur gefahren wird, wie man sich das sonst so vorstellt. Wir haben auch Busse und da wird auch viel getan. Es wird auch viel gepusht. Und die Leute fahren auch Fahrrad. Also man sieht doch relativ viele Fahrradcommuter. Was würdest du denn so empfehlen, wenn man jetzt sagt, Mensch, Austin kenne ich noch gar nicht und das finde ich jetzt alles super spannend. Wie lange würdest du sagen, ist es schön in der Stadt oder wie lange sollte ich mindestens in der Stadt sein? Also ich sag mal, was zu sehen. Man könnte, also so ein Wochenende wäre ganz prima. Also 2, 3 Tage einfach in der Stadt bleiben und sich so durch alles durchfressen. Okay, also 5 Kilo abnehmen. Kann man, wenn man dann zwischendurch schwimmen geht im Barton Springs und so weiter, das geht ganz gut. Und dann kann man ja auch vielleicht mal vielleicht doch einen halben Tag außerhalb verbringen. Aber wenn man dann doch so ein paar Ausflüge machen möchte, ich würde sagen, so 5 Tage, eine Woche wäre ganz toll. Denn dann kann man auch ein bisschen die Umgebung sehen und auch wie anders es zum Teil ist. Das war sehr interessant zu Wahlzeiten, wo wir hier in Austin eigentlich fast nur Biden Plakate gesehen haben und sobald man die Stadtgrenze verlassen hat, sah es dann schon ein bisschen anders aus. Also nochmal, das ist auch eine andere Seite von Texas. Halt, ganz, ne? Genau, und das ist eine ganz interessante Erfahrung. Aber das, was du sagst, ist ja auch, dass Austin wahrscheinlich das Untexanischste ist an Texas, oder? Absolut. Und ganz genau. Es ist also, wie man immer so sagt, hier das ist die Stadt ist also die blaue Insel im Roten Meer. Denn für die jetzt, die nicht so damit vertraut sind, also die Rot ist die Farbe der Republikaner, der Konservativen hier in den USA und Blau ist die Farbe der Democrats. Und man sagt ihm ja, Austin ist die blaue Insel im Roten Meer und das ist auch nach wie vor irgendwie so, so langsam wird alles etwas mehr lila, hat man das Gefühl, aber wer weiß. Und aber wie gesagt, man fährt raus und das muss man auch sehen und erfahren. Ein ganz toller Ausflug zum Beispiel ist nach Fredericksburg und da muss man eigentlich, als Deutscher muss man da sowieso hin, denn Fredericksburg ist eine deutsche Stadt, die ist, da fährt man die Hauptstraße entlang und dann steht da ein Straßenschild und da steht Hauptstraße und da ist auch ein Rathaus und alle möglichen Deutschen. Das ist eine richtig deutsche Enklave. Das ist eine richtig deutsche Enklave und die ist, wann ist denn Fredericksburg? Ich habe es mir sogar irgendwo aufgeschrieben, glaube ich. Ist, glaube ich, im 1800. Ja, total. Es ist so interessant. 1846 gegründet und nach Prinz Frederik von Preußen benannt. Krass. Und sprechen die da Deutsch oder sprechen die eher so platt? Ja, also da findet man ganz interessant, findet man definitiv noch Leute, die auch da, also einfach deutsche Familien, deutsche Auswanderer und die dann die Sprache auch weitergegeben haben. Also da sind relativ viele Deutschsprachige. Es gibt auch, und da gibt es ein ganz tolles Video auf YouTube, da schicke ich dir den Link. Auch gerne. Über die Texas-Deutschen. Und
Das ist, ja, das ist wirklich interessant. Da gibt es wirklich einfach noch so, so Orte hier, wo das so weitervermittelt wurde. Und die sprechen so ein ganz interessantes Deutsch. Ja, so ein bisschen mehr, einfach so geblieben ist. So Plattdeutsch, Altdeutsch sozusagen. Ne? Ja, also eine ganz eher südlich gefärbt. Also es ist da durchaus, und da komme ich wieder zu meiner Theorie mit den Bayern und den Texten. Ja. da ist definitiv so eine Verbindung da. Und es gibt wahnsinnig viele Städte in Texas generell, die deutsche Namen haben. Also wir haben ja so eine halbe Stunde außerhalb von Austin ist New Braunfels. Ah ja, da habe ich auch schon gehört, ja. Dann wir haben sogar in Weimar und ein Heidelberg. Also da gibt es alle möglichen. So ein bisschen wie in Pennsylvania auch, ne? Mhm. Aber das sind dann nicht genau. Die Amish wahrscheinlich, sondern nee, eher, das sind einfach wirklich Auswanderer, deutsche Auswanderer. Ja, und das sieht man, also und gerade bei Fredericksburg sieht man auch Architekt, in der Architektur sieht man das. Also das sind wirklich so ganz traditionell. So ein bisschen kitschig, ne, wahrscheinlich noch. Ja, total. So. Und es ist natürlich auch, dann gibt's halt auch einen Biergarten und auch Restaurants, die so auf deutsche Küche, aber stark. Es ist natürlich nicht so wirklich das, was man so, also so als Deutscher, man muss ja, es gesehen aber trotzdem, haben. Aber wollte ich gerade sagen, man muss es gesehen haben. Dann hast du mir erzählt, es gibt auch tolle Weingegenden. Oh ja, und das kann man dann, was man am besten machen sollte, man sollte sich bei eine Reservierung holen, bei einem von den vielen Parks außerhalb von Austin, so Wanderparks. Und der eine ist Enchanted Rock, also der verzauberte Felsen. Und das ist wirklich ein riesen Granitfels, der liegt einfach wirklich mitten in der Landschaft. Und da kann man wunderbar wandern, um den rum, auf den rauf. Und der ist so rosa. Also es ist wirklich, man erwartet es nicht so in der Landschaft. Da kann man hinfahren, ein bisschen wandern. Und dann fährt man weiter nach Fredericksburg und gönnt sich seinen Schnitzel oder was man sonst so Lust hat. Kaffee und Kuchen. Und dann fährt man zurück nach Austin. Das ist so eine 2 Stunden, 2,5 Stunden Fahrt. Und auf der Strecke kann man, also am besten sollte man dann nicht selber fahren, kann man wunderbar Weinprobe machen. Also da gibt's, ist auch irgendwie jetzt gerade in den letzten paar Jahren explodiert. Also es gab da immer schon Wein. Aber es war nicht so eine Riesensache. Und jetzt gibt es wirklich, ist natürlich auch der Einfluss der Kalifornier, glaube ich, wenn ich mir das so recht überlege. Ja, wahrscheinlich, genau. Und da kann man wunderbar Wein trinken und wirklich gut. Also wir sind mittlerweile da auch ein bisschen mehr erfahren. Das waren auch so die Dinge, die wir am Anfang nicht gemacht haben, weil wir ein bisschen so Weinsnobs aus Kalifornien, haben wir so gesagt, was sollen wir denn hier mit Texas Wein? Also Und mittlerweile sind wir da voll dabei. Mhm. Und schön, das macht wirklich Spaß und die geben sich einfach, die geben sich Mühe, es ist einfach herrlich. Und da kann man wunderbar mit Freunden so eine kleine Tour machen. Also wenn man Zeit hat, natürlich auch, ne? Also könnte man wirklich sich da auch einmieten irgendwo. Da gibt es auch ganz viele kleine schnuckelige Airbnbs und Hotels, wo man so eine Nacht bleiben kann. Und das wäre natürlich toll, wenn man 2 Tage so Weintouren, wäre schon nicht schlecht. Und dann kann man wieder zurück nach Austin fahren. Ja. Genau, weiter essen. Und weiter essen, genau. Und da gibt es, es gibt einen Haufen so Dinge. Es gibt auch eine ganz tolle, auch so eine knappe Stunde außerhalb, kann man wunderbar Gin trinken. Das ist so eine Gin, wie heißt die, eine Distillery? Distillery. Eine Brennerei. Schnapsbrennerei, ja. Und da kann man also wunderbar Gin trinken, kann man auch Gin-Probe machen. Und da sitzt man auch auf so einem riesen weitläufigen Gelände an so schönen Biertischen unter riesen Eichenbäumen, diese südlichen Eichenbäume, die, ich denke, die kennst du wahrscheinlich auch von Charlotte, mit diesen wahnsinnig riesigen Ästen und dann hängen überall so kleine Lichter und Lampions und irgendwo spielt eine Live-Band Musik, das gehört so dazu. Und da kann man sich schon ganz gut gehen lassen. Ja. Also mich wundert das auch dann gar nicht, dass die ganzen Kalifornier kommen, denn das ist ja wirklich so eigentlich nur Lifestyle bei euch, ne? Also das ist ja wirklich ausgehen absolut. Und essen und Musik und trinken und ja, also man kann wirklich und so. Man kann wirklich viel unternehmen. Es ist halt, man hat halt nicht diese von der Natur her, das ist jetzt alles wirklich um Austin rum, dieses Hill Country, Texas Hill Country. Das ist wirklich schön, aber das ist es auch.
Also das heißt, ja, du, das sind wenn nicht man diese über die imposanten Sachen, wie es genau. Jetzt du hab. Hast jetzt nicht, du kannst jetzt nicht wie in Kalifornien nach Yosemite fahren und diesen Wahnsinnspark bewundern und am nächsten Tag fährst du an die Küste. Ja, da ist man natürlich hier auch echt total versaut. Ne? Das muss man jetzt ja auch. Und die, also diese Schönheit der Natur, die man so aus Kalifornien kennt, die das ist halt einfach erstmal schon so, ah, das gibt es einfach nicht so hier. Das ist nicht so, das ist ein bisschen kleiner und feiner und da gibt's kleine Geheimtipps, aber die sind alle nicht so. Ja, ich würde sagen, so, das ist vielleicht so ein bisschen wie Schwarzwald, aber es sind nicht die Alpen. Ne? So wahrscheinlich. Oder wie die Rhön. Und die Berge fehlen mir als Bergmensch fehlen mir manchmal schon wirklich sehr. Und da muss man fahren. Und die Texaner, die stört es nicht, wenn die da 14 Stunden nach Colorado fahren. Das gehört so dazu, auch zum Sommer, dass man hier der Hitze entkommt und dann nach Colorado fährt. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Und sich da so die Berge und die Natur holt. Und das ist schon, ja, das ist so das, was mir hier fehlt. Das Meer, okay, das ist wirklich sehr weit weg. Und okay, aber dafür haben wir ein paar Seen und so Badestellen, wo man hin kann. Ich bin an dem See aufgewachsen. Für mich sind Seen sowieso was Herrliches. Und ans Meer fährt man dann halt im Urlaub. Das kenne ich jetzt aus Deutschland auch so. Ja, aber weißt du, es gibt halt auch nicht so das Perfekte. Und ich glaube aber dadurch, dass dann eben nicht so dieses ist, so diese Highlights wie das Meer, wie grandiose Nationalparks, entwickelt sich dann da wahrscheinlich ein anderer Bereich. Und das ist ja auch das, was du so beschreibst. Genau. Dadurch ist eben ganz viel so in diesem, man kommt zusammen, man feiert, man geht essen, man geht aus, man hört Musik. So ein bisschen auch wie Nashville wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ja. Ne? Also so ein bisschen so wirklich dieses Da geht es eben nicht um an den Beach gehen oder große Wandertouren machen, sondern eher so, man trifft sich mit Freunden und hat einen schönen Spielerabend oder einen schönen Musikabend oder was. Ja, und da hat man schon auch so das Gefühl, die Leute haben diese Work-Life-Balance irgendwo. So dieses, du arbeitest und dann gehst du abends in den Biergarten und hörst irgendwie schöne Musik und bist irgendwo, es ist nicht alles so. Es geht nicht nur alles so um Arbeit. Natürlich auch, und weil gerade, wie wir gerade schon gesagt haben, so viele Firmen auch hierher gehen, es wird wirklich hart gearbeitet, aber man hat das Gefühl, die Leute haben so ein bisschen den Ausgleich. Und das gehört dazu, zu diesem texanischen Lebensgefühl. Ja, und auch erschwinglich, ne? Also Familie, wahrscheinlich auch sehr familiengerecht und sehr ja, für jeden dann etwas, ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch nochmal so ein bisschen der Unterschied auch so zu Kalifornien, dass es da nicht nur gewissen Gruppen zur Verfügung steht, auch absolut in guten Wohngegenden zu wohnen oder in gute Restaurants zu gehen, sondern es ändert sich natürlich auch alles jetzt und wir haben vorhin das angesprochen mit den Immobilien, passiert halt leider einfach wirklich überall. Aber es ist trotzdem, man hat das Gefühl, also das war auch ein Grund dafür, dass wir uns für hier entschieden haben, dass ich eben gesagt habe, ich habe das Gefühl, meine Kinder gehen auch in die Schule mit Kindern aus ganz unterschiedlichen sozialen Bereichen und dass es sich ein bisschen mehr mischt und nicht jetzt nur so eine, und das hat, denke ich schon, die kriegen da schon einiges mit, was so gesellschaftlich auch passiert. Also das heißt, Austin macht halt alles. Also auf jeden Fall Austin, wirklich eine Stadt, die einfach echt sehenswert ist, obwohl sie nicht wirklich unbedingt eine Sehenswürdigkeit hat, könnte man jetzt sagen, ne? Würde ich auch sagen, ganz genau. Das ist so dieser Gesamteindruck und einfach, es sind die Leute und diese generelle Atmosphäre, die man so. Und wie ihr seht, es wird so viel veranstaltet. Im Sommer zum Beispiel, oder jetzt seit März, glaube ich. Wir haben ja eine Formel-1-Strecke hier in Austin, außerhalb. Wow. Wissen auch nicht viele Leute. Hier Austin ist eine Formel-1, da hier werden ganz viele, jedes Jahr ist hier der Grand Prix im Oktober. Und diese Formel-1-Strecke wird dienstagabends für Fahrradfahrer aufgemacht und dann kann man mit seinem Fahrrad dahin und kann um die Formel-1-Strecke rumfahren. So viel man möchte. Und natürlich, weil es Austin ist, kann man dann zwischendurch Pause machen und dann sind da die Food Trucks. Klar, und natürlich. Man hat jetzt lange schon nichts mehr zu essen. Ne? Also, also man kann das alles so verbinden. Und das sind so Sachen, da wird also wirklich viel einfach geschaffen für die Leute hier.
Ja, gut, ja, und da kann, also da können die Rennradler können da kommen, da können aber auch die Familien mit ihren Kids kommen. Schön. Ja, und das muss mich, ich meine, ich bin ja jetzt noch nie in Kalifornien, das muss ich einfach sagen, das ist hier, wird immer weniger, glaube ich, ne, weil vieles ist hier so am Strand und aber hinterm Strand ist zumindest hier, wo wir so sind, nicht so viel Infrastruktur für solche Dinge. Das kenne ich eben auch von Charlotte ganz anders. Dadurch, dass die natürlich dann eben nicht diese traumhafte Küste haben, müssen die natürlich viel mehr machen. Absolut. Ländisch. Und da gibt es natürlich dann auch eben mehr so Brauereien oder jetzt in Charlotte beispielsweise ein Wild Water Center, wo man hingehen kann, wo so wirklich Attraktionen sind, um diese Lebensqualität und diese Region sozusagen auch aufzuwerten. Ja. Ne? Ja. Genau. Ach, das klingt doch so spannend. Ich habe jetzt richtig Lust. Also wir geben natürlich. Ja, du, aber das Problem ist, wir kommen jetzt, es kommt jetzt jetzt bald der Juni und also wenn dann müsstest du dich jetzt echt beeilen und jetzt noch schnell kommen, bevor es dann wirklich so heiß wird, dass man. Also das ist auch dann der Nachteil, wenn ich jetzt da. Das ist so einer der Nachteile. Dass du natürlich dann wirklich so den Sommer, der ist extrem heiß. Wahrscheinlich und wenn's gar nicht das Schlimme, die Luftfeuchtigkeit ist wahrscheinlich eher das Problem, ne? Also es ist schon dann so, dass man, mein erstes Jahr hier, das war schon echt so ein Schock, dass ich das Gefühl hatte, ich kann noch nicht mal das Fenster aufmachen, weil sonst diese schwüle, heiße Luft reinkommt. Und das für einen Deutschen, der so gerne mal lüftet, das geht also gar nicht. Und das ist, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Jetzt weiß ich auch, wie ich damit umgehen muss. Und das Gute ist, dass wir ja hier so 3 Monate Ferien haben und dann kann man die 3 Monate immer irgendwo oder 2,5 Monate wenigstens woanders hingehen. Das ist, das genau. Macht, also ich habe, wir kennen ja beides. Wir kennen das von Charlotte, das ist sehr ähnlich da, aber wir kennen das auch von Oregon, da war es genau umgekehrt. Da war dann der Sommer toll und der Winter total lang, kalt, nass. Und ehrlich gesagt finde ich das so rum fast besser, weil im Sommer hat man immer noch die Möglichkeit, viel zu machen, weil dann hat man natürlich auch die Ferien hat. Im Winter allerdings kann man dem nicht so entfliehen. Da muss man dann halt durch. Und das war auch wirklich einer der großen Gründe, warum wir dann wieder hierher zurückgegangen sind. Denn dieser Winter in England, der hat mich ja wirklich fast umgebracht. Also das konnte ich überhaupt nicht mehr. Das war auch eben nach Jahren in Kalifornien und dann ist es einfach, also ich sehe es auch jetzt anders. Ich habe einfach jetzt beschlossen, hier Juli, August, hier, das ist so wie Januar, Februar. Ja, genau. In Mitteleuropa. Und wenigstens schaue ich aus dem Fenster und die Sonne scheint. Ich kann zwar nicht raus und muss halt warten bis abends, aber. Ich glaube, unsere Kinder sehen das ganz anders, weil die das jetzt ganz anders gelernt haben. Aber wir aus Europa haben natürlich immer das Gefühl, oh, Sonne, wir müssen raus, weil wir immer wissen, das ist ein rares Gut, es kommt nicht so oft, das müssen wir nutzen. Und das hatte ich auch in Charlotte. Das war für mich so schwer, nicht rausgehen zu gehen und die Klimaanlage anzuhaben. Aber auf der anderen Seite habe ich ja dafür der Rest des Jahres schönes Wetter und kann was draußen machen, ne? Absolut. Und wenn man dann hier so sitzt im November irgendwo in der Sonne im T-Shirt und weiß überall ist Schmuddelwetter, zu Hause ist Schmuddelwetter und zwar für mehrere Wochen oder Monate, das ist schon was. Und da kann man das schon ganz gut hinkriegen. Selbst, also, wie gesagt, in einem Jahr, wo man nicht viel reisen kann. Also es ist durchaus machbar. Und dann steht man halt ein bisschen früher auf und ist morgens draußen oder dann eben später am Abend und das geht schon. Also beste Reisezeit so Oktober bis Mai, würdest du wahrscheinlich sagen. Ja, genau. Und dann, ich meine, dann gibt es natürlich so Geschichten wie dieses Jahr im Februar, wo auf einmal das ganze Land zufriert und es schneit. Aber was man auch nicht erwartet, aber das war, hoffe ich, doch eher eine Ausnahme dieses Jahr. Ja, ich glaube, das war also so ungewöhnlich. Das war so ungewöhnlich. Aber kriegt ihr sonst schon mal Schnee? Nein, ne? So normalerweise kriegt ihr keinen Schnee. Nö, eigentlich nicht. Also es kam jetzt schon mal so vor, so einen Tag oder so in den letzten paar Jahren, dass mal auch die Schule dann zu hatte, einen Tag, weil es einfach kalt wird. Und das ist die Sache mit Austin. Wir sind ja zwischen uns und Kanada, gibt es keine Gebirge. Und es gibt diese Temperaturstürze, die, wenn auf einmal so eine Kaltfront von Norden hier runterballert, dann hält die nichts auf. Die kommt dann einfach. Und wir haben schon wirklich so Temperaturstürze von einem Tag auf den anderen, wo man, das ist echt heftig. Und das geht auch auf den Kreislauf. Also manche Leute sind da auch wirklich sehr empfindlich.
Und das ist zum Teil schon echt heftig. So von 25 Grad auf 5 Grad innerhalb von 24 Stunden hatten wir auch schon. Ja, also das wird für mich ja der Albtraum sein. Also so rum geht das noch, aber umgedreht von 5 auf 25, das würde ich glaube wahrscheinlich abdrehen. Das ist klar. Und 25 geht ja noch. Ja, ja. Aber das genau. Ist, ja, also das ist vom Wetter her, das ist schon. Ja, und wenn man Allergiker ist, dann muss ich Ihnen auch noch dazu sagen, Austin ist bekannt für ganz Pollen, schlimme ja. Pollen. Und gerade jetzt ist so eine Zeit. Und man sagt, also jeder, der nach Austin zieht, entwickelt innerhalb von 5 bis 10 Jahren Allergien. Ach, da kann man nichts anderes tun. Und das ist wirklich krass. Und selbst ich, die niemals irgendwie noch auch nur den Hauch von Heuschnupfen hatte, selbst ich spüre es. Ja, aber natürlich durch das Grüne und durch die ganzen Blumen und Pollen und ja. So, ne, das ist natürlich dann. Aber es gibt Leute, die wirklich auch von hier wegziehen, weil sie es nicht schaffen. Naja. Unser das ist so die Warnung. Bleibt Zuhörer weg, wenn ihr Allergien ja, habt. Genau, unser Zuhörer ist ja jetzt erstmal vermutlich eine Woche da oder 5 Tage oder ja. So. Ja, genau. Die kriegen das hin, absolut. Die kriegen ja. Das hin, genau. Also, liebe Stefanie, toller Einblick. Gibt es noch so eine Sache, wo du sagst, die willst du noch gerne mitgeben, was du noch nicht jetzt gesagt hast? Ja, also es gibt schon natürlich so ein paar Orte, die was ganz Besonderes sind. Und da gibt es einen, den haben wir, glaube ich, sogar in unserem ersten Jahr. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Auch so eine Stunde außerhalb, wo man überhaupt nichts vermutet, gibt es eine Quelle. Das heißt Jacob's Well. Und das ist ein klitzekleiner Ort, mit einem klitzekleinen Schild, der dahin führt. Und da muss man auch Reservierungen machen jetzt, weil die nicht so viele Leute reinlassen. Ist auch schon seit einiger Zeit so. Und da wandert man, parkt man und hat keine Ahnung, wo man ist, wandert ein kleines Stückchen und kommt dann an diesen wahnsinnsschönen kleinen Fluss. Da ist diese Quelle, die wohl ganz tief nach unten geht und dann sind so Steinfelsen um diese Quelle rum und da kann man von diesen Steinfelsen ins Wasser springen, also und zwar ganz tief runter. Und das ist traumhaft schön, ist allerdings, kommt mit so einer Warnung, also es ist wohl einer der gefährlichsten Orte angeblich, weil wohl einige Leute schon gedacht haben, sie tauchen da mal und schauen, wo die Quelle hinführt. Wow. Und ja, und sind dann nicht wieder nach oben gekommen. Wenn man das aber jetzt nicht unbedingt machen möchte, sondern einfach nur da ein bisschen reinspringen, gibt es auch Felsen mit mehreren Höhen, dann kann man da wunderbar ein Picknick mitnehmen und ganz gemütlich mit vielleicht, 10 bis 20 anderen Leuten, mehr sind da nie, am Fluss Picknick machen und in diesem absolut kristallklaren Wasser schwimmen. Und es ist herrlich, vor allem im Sommer, wenn es heiß ist. Da ist auch Schatten und das ist ein absolut besonderer, zauberhafter kleiner Ort. Ach, das und ist da ja waren, mega. Also das ist, also wir hatten das damals, ich hatte, glaube ich, eine Freundin, habe gesagt, soll ich deine Tochter mitnehmen? Wir haben Reservierung. Und dann hat die gesagt, und die wohnen schon seit, weiß nicht, 20 Jahren in Austin, und hat gesagt, ach, da war ich ja noch nie, das wollte ich immer schon mal sehen. Ja, so ein Ort ist das. Wahnsinn. Und ja, toller Tipp. Ja, also das ist das in die Shownotes, weil wenn du der Zuhörer da natürlich hin will, ja. Dann würde sich natürlich da anbieten, das auch vorweg schon mal ja. Zu reservieren und das auch so ein bisschen als sein absolut. Highlight auch genau. Dann zu machen. Ne? Und es ist auch jetzt, also auch im letzten Jahr, wo die Leute auch einfach hier bleiben mussten, waren diese ganzen Orte auch immer ausgebucht. Also es war logisch. Gar nicht so einfach, da was logisch. Zu kriegen. Und ja auch so durch aber da gibt's Instagram, ne? Durch diese ganzen Influencer, die dann da ihre super Bilder ja. Posten und so. Da, durch sowas ist wo ja ist so, das denn? Ja, ja. Ja, durch sowas ist ja, ja eh so ein Hype von solchen Orten dann auch entstanden. Ne? Klasse. Deswegen hat man auch immer so das Gefühl, oh, möchte man das irgendwie so an die große Glocke hängen? Ja. Aber es sind so, vor allem, wenn man wirklich, das sind so wirklich so ganz kleine Orte, wo man, da würde man ja, einfach dran vorbeifahren. Weißt du, bei unseren Zuhörern passiert das ja nicht. Die sind ja, die wissen das ja einfach zu schätzen und die sagen es auch keinem absolut. Weiter. Ne? Und die posten auch absolut. Nicht auf Instagram. Aber es ist ja auch jetzt nicht so, dass es nicht irgendwo, dass da jetzt keine Webseite gibt oder nicht ja. Bekannt ist. Aber das ist einfach nicht so. Es ist eher so ein bisschen bekannt. Ab vom Schuss. Und ich finde es einfach, es hat so einen ganz besonderen Zauber. Ist ja auch gut, dass die eine Reservierung ja. Machen. Ne? Das hilft ja auch schon mal auf jeden Fall. Ne? Ja,
Ganz genau. Das ganz ist genau. Mega. Ja, und wer mehr auch über dich wissen möchte, liebe Stefanie, das möchte ich natürlich, wir werden sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge über Stefanie aufnehmen, denn die hat ja, wie ihr schon jetzt im Eingang gehört habt, auch ein wahnsinnig spannendes Leben. Aber wer schon mal etwas mehr wissen möchte, kann halt auch mal in deinem Podcast vorbeischauen, denn du hast ja auch aber einen eigenen Podcast und auch ein ja, ähnlich und doch ganz anders als meiner. Und deswegen finde ich, ist das immer so schön, weil wir uns da auch austauschen können und ja, manche gleichen Gäste ja auch haben und manche auch ganz unterschiedlich sind. Magst du da nochmal was zu erzählen? Ja, klar. Also ich habe diesen Podcast auch ungefähr um die gleiche Zeit rum gestartet wie du, also letztes Jahr so im März. Und hatte davor schon 10 Jahre lang meinen Blog. Und zwar habe ich den ins Leben gerufen, als wir in die USA ausgewandert sind. Und der heißt Transcontinental Overload. Das ist eine, es stammt aus einem James Brown-Lied, James Brown-Song, Living in America. Mhm. Weil mir damals irgendwie nichts Besseres eingefallen ist als Living in America, als Namen für meinen Blog. Und dann habe ich mir den Text dazu angeschaut und da ist eben eine, da kommt Transcontinental Overload vor und das hat mir irgendwie gefallen, weil ich irgendwie dachte, ja genau, wir sind irgendwie völlig überfordert von allem. Das ist also, da ist mein Blog und da ist auch ein Link für den Podcast und der Podcast heißt auch Transcontinental Overload und den findet man auch überall, also Spotify und Apple und diese ganzen Geschichten und da spreche ich eben mit anderen Auswanderern, Expats, Nomaden, wie auch immer. Und zwar jetzt nicht nur in den USA, sondern eben überall. Es sind also zum Teil Deutsche in den USA oder Engländer in Deutschland oder Amerikaner in Tansania. Also ich habe da so alles Mögliche dabei. Nicht mehr in ihrem Heimatland leben. Ganz genau. Jeder, der einfach mal woanders hingegangen ist. Ich habe auch welche, die auch wieder in ihr Land zurückgegangen sind. Das ist ja auch immer eine sehr interessante Komponente, wie das dann so ist. Was ich ja auch aus eigener Erfahrung ein bisschen weiß, also nach England zurückzugehen von hier, also da, ich weiß auch, wie sich das anfühlt. Und ja, und diese Geschichten eben, die so zu erzählen haben. Spannend. Oder auch eben Leute, die das niemals vorhatten und dann auf einmal merken, dass sie schon seit über 20 Jahren nicht mehr in Deutschland leben oder in ihrem Heimatland leben. Also wie gesagt, das ist einfach für mich immer spannend und ich liebe einfach Geschichten zu hören. Ja. Von Leuten und wie es ja. Das, da haben wir ja auch viel gemeinsam und wir blenden auf jeden Fall natürlich in den Shownotes absolut. Auch deine ganzen Links, alles, was du uns so erzählt hast, ein. Super, ja. Und auch einiges an Bildern und natürlich auch den Link zu deinem Podcast. Ja, gerne. Und wer natürlich dann auch gerne mal bei der Stefanie zu Gast sein möchte, ich habe ja viele. Ja, bitte, immer. Ich suche immer nach Leuten. Ne, euch gerne melden. Ja. Dann, die macht mit euch dann natürlich auch gerne mal ein Podcast-Interview auf diesem Wege. Liebe Stefanie, vielen Dank. Super gerne. Für deine Reise. Ja, du, das hat total Spaß gemacht. Vor allen Dingen ja, siehst du, komm mal vorbei. Vor allen Dingen habe ich jetzt erstmal Hunger. Ja, wir gehen heute Abend in ein ganz, ganz tolles japanisches Restaurant und es hört sich so komisch an, in Austin, in Texas, zum Japaner zu gehen und Sushi zu essen. Und ganz ehrlich, wir waren so skeptisch am Anfang und es ist eines der besten Sushi-Restaurants im ganzen Land. Wahnsinn. Und es ist so unglaublich gut, dass wir ja, es immer noch nicht fassen können. Und wir haben das Glück, heute Abend da eine Reservierung zu haben. Und ja, dann ja, da freue ich mich jetzt schon. Und ich werde mit Sicherheit jetzt kein Barbecue essen, bevor ich dahin gehe. Also dir einen ganz tollen Abend und vielen, vielen, vielen Dank für deine ganz tollen Insider-Tipps. Ja, hat super Spaß gemacht. Und wer Fragen zu Austin hat, bitte meldet euch. Ich kenne mich mittlerweile ganz gut aus. Super, danke dir. Tschüss, liebe Stefanie. Okay. Tschüss, Monique. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt so einen Hunger gekriegt und am liebsten würde ich mich auf den Weg machen und mit der Stefanie diese ganzen Barbecue, Tex-Mex und anderen Restaurants besuchen. Also wirklich, ich habe jetzt echt richtig Hunger gekriegt.
Habt ihr Lust auf Austin? Wollt ihr mehr darüber erfahren? Schaut auf jeden Fall in den Shownotes vorbei. Die Stefanie hat uns jede Menge Tipps mitgegeben. Und natürlich, wie auch schon angeboten, könnt ihr euch auch jederzeit an sie oder auch an mich wenden. Und ganz besonders würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch mal bei Stefanies Podcast reinschaut. Auch diese Links findet ihr alle in den Shownotes. So, und jetzt kann ich nur sagen, bis nächste Woche. Tschüss, deine Monique.